Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 31. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich noch erwähnen, es erscheint wieder mein Newsletter, wie jeden Monat. Diejenigen, die das abonniert haben, bekommen sie automatisch. Und diejenigen, die das noch nicht abonniert haben, können jederzeit mein Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos, fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Jeden Monat beschreibe ich ein anderes Thema und ihr bekommt immer wieder Angebote. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie und von chinesischen Astrologie übernommen. Das ist eine Mischung von beiden Systemen. Und die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskope genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Astrologie. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Es gibt, so wie in indischen Astrologie auch, die vier Grundelemente. Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Die Tierkreiszeichen sind zu diesen Elementen zugeordnet. Ich habe nur die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo Energie fließt, sonst ist es zu viel und undurchschaubar. Ich starte mit Tierkreiszeichen wieder hier in Feuerelement. Feuerelement bedeutet die Begeisterung, aktiv zu sein, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Wenn das zu viel Feuer ist, kann auch Wut auslösen oder dass wir mit diesem Feuer etwas verbrennen. Also das heißt, mit den Elementen muss auch erstmal umgehen lernen. Hier bewegt sich Venus und das ist der Planet der Liebe. Natürlich mit diesem Feuerelement zeigt auch sehr viel Leidenschaft und Bewegung. Venus steht auch für Kunst, Kreativität, Glück, Selbstständigkeit und hierbei wieder Energie bedeutet das auch bei vielen ein Neuanfang, eine neue Richtung. Venus ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Und viele von uns braucht gerade die Kraft und die Mut, etwas Neues starten. Uranus bewegt sich auch immer wieder, steht sogar heute mit Mond in Verbindung. Das heißt, die Mondbewegung aktiviert heute die Uranus-Energie. Und es wirkt auf unseren heutigen Tag. Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse löst das aus. Schütze gehört auch zum Feuerelement und hier bewegt sich Saturn und auch Pluto. Beide sind rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder es ist noch gebremst, weil wir sollen noch etwas überlegen oder noch überprüfen. Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, oft karmische Themen. Beide Planeten, auch Saturn, auch Pluto, befinden sich gerade in diesem Knoten. Und das ist was Besonderes. Es ist die karmischen Knoten, die absteigende Mondknoten. Hier kreuzt sich die Mondumlaufbahn mit der Ekliptik.
Und diese Mondknoten, diese absteigende Mondknoten zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen, Erinnerungen. Und hier kommt vieles jetzt in Oberfläche und löst sich etwas auf von Vergangenheit. Diese karmischen Knoten wird von Nunki bestrahlt. Nicht nur diese Knoten, sondern wird auch Saturn, auch Pluto von Nunki bestrahlt. Diesen Stern Nunki war bei Assyrer verehrt. Die Babylonier haben das übernommen und sie beschreiben Nunki als heiliger Ort, ein Kraftort. Und das, was ich gerade empfehle, ein Ort zu finden, wo wir das Gefühl haben, wow, da fühle ich mich richtig wohl. Das tut mir gut. Ich spüre diese Kraft. Das ist so beruhigend. Und das hilft uns mit Energie auftanken. Und es gibt Kraftorte. Oder ein Ort, wo dafür sorgt, dass ihr diese Wohlbefinden, diese Ruhe findet. Stier gehört zum Erdeelement. Erdeelement bedeutet Realität, Bodenständigkeit, auch unserem Planet Erde, auch unserem Natur. Erdeelement bedeutet auch Materie, auch die Finanzen. Besonders die Stier zeigt Besitz und Finanzen. Hier befindet sich Sonne und Merkur. Sonne zeigt die Monatsthemen, öffnet unsere Augen auf diesen Bereich. Dazu kommt noch die Merkurbewegung, das sind Gespräche, Handlungen, eventuell Verträge. Und es ist so wichtig, um die Finanzen kümmern. Und ist auch wichtig, dass wir einen festen Boden unter unseren Füßen haben, einen sicheren Arbeitsplatz, Sicherheit und Stabilität. Wir sollen um die Besitz kümmern. Luftelement bedeutet Leichtigkeit. Bedeutet auch, befreit zu sein von etwas, was uns bis jetzt bedrückt hat. Auch von Ängsten. Endlich aufatmen. Luftelement bedeutet auch Gedanken oder Gesprächen, Kommunikation. Die Worte werden auch in Luft vermittelt. In Tierkreiszeichen Wassermann bewegt sich Neptun und das heißt unserem Träume leben, aber vernünftig sein. Also nicht in eine Traumwelt flüchten, sondern das sollen wir betrachten und das, was möglich ist, im Tat umsetzen. Die Wassermann zeigt uns die Weitblick, dass wir über die Zukunft Gedanken machen sollen und auch Ideen verwirklichen. Und hier die Träume, die Fantasie ist gerade grenzenlos. Die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören auch zum Luftelement. Hier bewegt sich Mars. Das ist die Kraft. Und mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung. Diese Kraft haben wir Frauen auch und wir brauchen auch diese Mars-Energie, uns zum Behaupten, uns zum Wehren, etwas in Bewegung setzen. Aber mit Leichtigkeit, spielerisch, das ist Zwillingsenergie. Mars ist männlich und zeigt auch die männlichen Personen und das, was ich seit Tagen erzähle, weil hier wirkt auch Rahu, dieser Drachenkopf. Sie suchen etwas, eine neue Richtung. Wichtig ist, dass sie das spielerisch machen und dass sie erstmal ausprobieren, das und jenes, bevor sie überhaupt Entscheidungen treffen. Dass sie das momentan wie einen Spielplatz betrachten und dann bekommen die Orientierung, wenn sie das vergleichen können. Und unbewusst suchen sie ihre Aufgabe oder ihre Berufung, ihren Platz im Leben. Das ist dann wieder hier die Rahu-Energie. Wasser symbolisiert unserem Unbewussten und unserem Gefühlen. Das vertritt jetzt gerade die Skorpion-Energie.
Und das ist die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Es handelt sich wirklich um Gefühle. Es sind negative Gefühle und das blockiert. Es sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut. All diese Gefühle sollen wir loslassen. Weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Liebe. Das ist göttlich, das ist schöpferisch. Und wenn wir diese Wandlung wirklich in diesem Weg uns bewegen und entdecken die schöpferische Kraft, diese göttliche Quelle, dann kann sich etwas manifestieren. Und das, was unserem Planet Erde auch braucht. Unserem Planet Erde bewegt sich hier in Skorpion und steht sogar in Verbindung in die Nähe von unserem Planet Erde. Jupiter und Merkur, sie stehen gegenüber. Diese gegenüberliegende Position bedeutet, die spiegeln etwas. Bei Merkur-Energie handelt es sich um praktisches Wissen, Handlungen, Gespräche, Verträge. Bei Jupiter handelt es sich um Recht, Rechtssystem, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Das spiegelt sich gerade. Und es ist wichtig, die inneren Gleichgewicht bewahren und etwas ausgleichen oder vergleichen, Gesprächen führen, diplomatisch zu sein und diese rechtliche Lage in Ordnung bringen. Venus und Saturn haben eine schöne Verbindung und das bedeutet, in die Liebepartnerschaft kommt etwas in Form. Mond bewegt sich im Widder und dieser Mondhaus heißt Ashwini. Mond trifft mit Uranus, das heißt Uranus ist auch im Mondhaus Ashwini und Ashwini bedeutet Heilung. Es kommen Veränderungen in die Liebepartnerschaft und es klärt sich etwas auf und kommt Heilung, kommt das alles in Ordnung. Weil Venus uns Frauen auch symbolisiert und hier wird die Heilenergie aktiviert, das bedeutet für viele Frauen, die heilerischen Berufung gehen oder dass sie entdecken ihren heilerischen Kraft, ihren Heilenergie. Die heutige Yi Jing-Symbol bedeutet Belastungsprobe. Wir werden jetzt auf die Probe gestellt. Hier sind Eindrücke von außen oder Einflüsse von außen und wir suchen einen Ausweg, weil wir Probleme haben oder uns bedrückt etwas. Das kommt gar nicht von unserem Inneren, sondern das sind die Einflüsse von außen. Jemand versucht Stein im Wege legen. Also wir sind auf die Probe gestellt. Und jetzt zu diesem tibetischen Astrologie. Ich habe diese Karten, weil das sind volle Symbolen und erklärt tatsächlich die tibetische Astrologie, obwohl die Bilder, finde ich, nicht allzu einladend. Ich finde es ein bisschen die Gesichter fast erschreckend, aber ich habe kein anderes Bild dafür und ich betone die Symbolik und so beschreibe ich diese Karten. Nach außen brauchen wir die Feuerenergie, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen oder uns wehren. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung und das heißt, es werden Einflüsse von außen da sein. Angriffe oder Beschuldigungen und wir müssen handeln, wir müssen auch uns wehren und selbst die Zügel in Hand zu nehmen. Diese Figur zeigt die Holzdrache. Das wurde von chinesischer Astrologie übernommen und das bedeutet, wir lieben jetzt die Öffentlichkeit oder bringen etwas in die Öffentlichkeit. Wir haben Motivation, wir haben Kraft und auch Leidenschaft. Wir brauchen gerade auch die Bewunderung, die Bühne. Wir möchten im Mittelpunkt zu sein, bewundert zu sein
und wir möchten unsere Position einnehmen und wir sorgen für einen großen Auftritt. Natürlich hat die Holzelement auch eine Bedeutung, das heißt Tatendrang, Motivation, Kreativität, Impuls, ein langsames Wachstum. Und hier kommt auch Erdeelement dazu, all das, was wir vorhaben, in Tat auch umsetzen. 1964, dieser Jahrgang steht im Einklang für den heutigen Tagesenergie. Das heißt, dieses ganze Motiv steht für diesen Jahrgang, für diejenigen, die 1964 geboren sind. Die Glückszahl ist die Zahl 6 im Metallelement und das heißt, die Vergangenheit, die Erinnerungen sind da und da etwas klären, bereinigen. Die Fokus ist die Zahl 9 im Feuerelement und das heißt, entweder stoßen wir an unseren eigenen Grenzen und wir brauchen die Kraft und Mut weiterzumachen. Oder jemand versucht, uns klein zu halten, Grenzen setzen, dann sollen wir uns auch wehren. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 3 in Wasserelement, inneren Gleichgewicht, die Ruhe bewahren. Und von diesem schöpferischen Energie entsteht etwas Neues. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.